Hey, hallo Leute, willkommen zurück zu Pico Nico. Er schläft gerade. In der U-Bahn. Auf dem Weg zu El Bunko. Nicht so laut. Leute, auf dem Weg zu El Bunko. Ja, jetzt geht El Bunko. Hey, El Bunko, El Bunko. Yeah. El Bunko ist auch so ein Name, der richtig scheppert. Yeah, wenn ihr nicht wisst, was El Bunko ist, guckt mal den letzten Part. Da seht ihr Tanzmoves, die scheppern. Yeah. Das ist jetzt von El Bunko! Das ist für Schreien gerade eigentlich eine falsche Uhrzeit, aber ist okay. Ach komm schon. Es ist kein Bunker, also nenn es nicht El Bunko! El Bunko. Also, es ist der. Das ist der Hauptraum, in dem wir uns versammeln. Der Hauptraum von El Bunko, Leute. Yeah. Macht Fotos, solange ihr könnt. Hinter mir findest du Betten für den Fall, dass wir uns mal ausruhen müssen. Da gehen wir nicht hin. Nichts mit Betten. Ich weiß nicht, wo die sind. Hinter ihm. Und das ist unser Besprechungsraum, wo wir unsere Mission planen. Wir müssen bestens vorbereitet sein, wenn es losgeht. Sonst könnte die Mission ein völliger Fehlschlag werden. Ja, wir könnten auf Bäumen festsitzen oder so. Von denen auf Straße kleben. Runterspringt. Weiter geht's. Die Treppe hoch findest du den Computerraum. Weil es immer cool ist, Computer in einer geheimen Basis zu haben. Und wir haben Flipper auf ihn. Geil. Flipper. Ja, aber keine Zeit zum Spielen. Unsere nächste Mission beginnt bald. Welche Mission? Ah. Wir sollten mit dem Anfang beginnen. Du hast vielleicht von Sunshine Inc. gehört. Der große Firma, die allen gratis Geld gibt. Nun, so einfach ist das nicht. Mr. Sunshine behauptet, er würde den Dörfern ihren Müll helfen, den Müll loszuwerden. Aber eigentlich holt er sich wichtige Rohstoffe aus jeder Region. Der Mais ist doch Müll, oder nicht? Mais ist Müll und dafür gibt's gratis Geld. Die Sache mit dem Geld ist nur ein Trick, um die Aufmerksamkeit von dem abzulenken, was seine Roboter tun. Was? Was? Ja, genau so wie der. Genau wie der gerade guckt. Was? Ihr wisst nicht mal, wozu ihr all das Zeug braucht. Da hast du recht. Das bin nicht ich. Das bist du. Derzeit wissen wir nur, dass alle Dörfer bald weg sein werden, wenn wir zulassen, dass sie sich alles nimmt. In ein oder zwei Tagen werden sie alle Bäume in der Umgebung gefällt haben. Und dann ist ihr nächster Schritt, das Dorf selbst zu fällen. Was? Wir wohnen in diesen Bäumen. Unser Ziel ist es, Sunshine Inc. von dem abzuhalten, was sie tun. Wir fangen damit an, dass wir den großen Roboter in unserem Wald beseitigen. Sprich mit uns, wenn du Einzelheiten erfahren möchtest. Oh, kleben wir uns an den Roboter. Oh, ich verstehe den Plan. Sägeroboter gefährlich. Pinienzapfen machen Boom. Kick am Pinienzapfen an Roboter. Das ist so clever. Geh erst in den PC. Flipper spielen. Yeah. Ich kann da nicht hoch. Oh, ich bin enttäuscht. Oh, ich kann aber da. Geschenke! Der Widerstand. Der Widerstand ist mindestens so widerständisch wie der Widerstand aus. Gut, was checken habe ich irgendwie? Deponia. Hier nicht. Okay. Lass mich flippern! Lass mich flippern! Baram! Weil ich Lust habe. Weil wir nicht flippern durften. Genau. Ruhen wir uns im Schlafzimmer aus. Bei den Betten. Wo ist das? Wo sind die Betten? Ja, da. Ja? Oh ja. Yeah.
Cool. Ich schlafe mal eine Runde. Die Zeit ist live. Wirklich? Nein. Nein. Schön, wie du das erste Mal hinterfragst. Aber die Uhr bewegt sich tatsächlich. Ja. Das könnte nicht allzu viel machen, außer kann ich den quatschen. Ich könnte mit ihm quatschen. Aber der erklärt uns seinen Plan. Ja. Oh, sind die Pinienzapfen. Also, ich bin ehrlich, so sieht das Plakat interessant, realistisch aus. Du meinst blau, orange? Rose. Ja, braune halt Pinienzapfenfarben. Geh rein. Hi. Wir werden viele dieser explodierenden Tannenzapfen brauchen, um den riesigen Roboter loszuwerden. Oder nur eine richtig geworfen. Aber keine Sorge, ich arbeite daran. Warte, schneller. Schneller. Okay, cool. Und unter jedem durchrollst. Mit dem oben kannst du nicht reden. Ich weiß, ich wollte mal testen. Rede mit mir. Ich kann auch durchgehen, hast du gesehen? Schwupps. Hab's gesehen. Jane können wir nichts machen, außer... Ja, wir müssen mit ihm reden. Möchtest du eins der Leiden über die Mission erfahren? Ja! Also gut. Wie du bereits gesehen hast, haben wir einen besonderen Tannenzapfen entwickelt, der beim Aufprall explodiert. Wir werden dir welche zuwerfen und du trittst sie in die Luft. Mit ein bisschen Glück fliegen sie zum Roboter und explodieren auf seinem Gesicht. Aber der Roboter ist schlau. Sei bereit, seine Kreissäge auszuweichen, wenn er wütend ist. Wenn er wütend wird, wird er versuchen, dich mittendurch zu schneiden. Das ist praktisch, dann haben wir zwei unabhängig voneinander agierende Beine, die jeweils treten können. Oh, das ist schlau. Können wir mit dem Zerschneiden nochmal drüber reden? Okay. Müsst ihr jetzt einfach wieder rausgehen, oder? Ah ja. Wir treffen dich dort, wenn du bereit bist. Er hat sogar einprogrammiert, dass er Treppen hochläuft. Ich befürchte, ich habe in den letzten Tagen ein Spiel gesehen, was das nicht konnte. Doch. Und wenn die Treppen zu hoch waren, dann nicht. Hochlaufen sah mal seltsam aus. So rennen. Das ist quasi das, was ich gerade mache. Wir werden nicht erwähnen, um welches Spiel es geht. So nicht. Vielleicht verbessert sich's noch. Ja, ist so gut, aber momentan ist scheiße. Ja, aber keine negative Werbung. Negative Werbung ist doof. Ja. Das heißt, wir gehen wohl jetzt darüber. Ja. Oben ist noch Geld und ich weiß bis jetzt nicht, wie ich da hochkomme. Ja, gleich. Wenn der Roboter tot ist, komme ich dann hoch. Ja, dann stimmt. Hey, ich bin da. Tritt den riesigen Roboter, wenn du bereit bist. Aber Vorsicht, der könnte wütend werden. Ich bin nicht der riesige Roboter. Ich weiß, mir war danach. Da unten blinkt's. Hey, riesiger Roboter. Oh, scheiße. Angriff erkannt. Verteidigungsmodus aktiviert. Das ist eine schöne Überwende gewesen. Dann bin ich hier. Oder nicht? Hey, wir sind hier. Nimm dich vor der Säge des Roboters Nacht. Oder 9. Ich war schnell! Okay. Vielleicht sollten wir einfach noch nicht so weit sein. Jetzt habe ich verstanden, wie es geht. Alter!
was? Hat sie gelaggt oder? Er hat einfach. Das hat er vorher nicht gemacht. Das ist doch nicht fair. Och, das ist random. Das ist von links. Gib das hier weg. Wie? Hä? Was hätte ich. Hä? Was soll ich denn machen? Noch eine. Sie starren einander an. Die da oben ja. Wow. Hast muss sie in der Luft erwischen. Auto-Aim? Ja, hab ich. Das gerade eben gelaggt oder passiert es einfach nur nicht oft? Ja, das war meine Frage. Ich weiß es nicht. Hast du Auto-Aim aktiviert, Wirti? Hä, hey, ich hab das. Alter, es ist nicht. Das ist doch scheiße! Ich habe echt ehrlich gesagt keine Ahnung, ob es Lag ist oder ob das. Es ist kein Lag. Das ist einfach nur Schwachsinn. Sag mir so, ich könnte mir vorstellen, dass es Lag ist. Wie soll man denn immer ausweichen? Das ist doch kein Lag. Das sah mal realistisch aus. Ja. Da, was soll man denn machen, wenn man springt? Ich musste einfach noch später springen. Ja, genau. Vor allem bei einem der ersten Versuche hat sie ja irgendwie zweimal mittig stehen geblieben. Was? Beim ersten Mal, wo das passiert ist, ist er zweimal in der Mitte stehen geblieben. Okay, ich gehe jetzt ganz links und springe jetzt, wenn's. Das ist doch Schwachsinn! Voll auf die Bretter. Vor allem, was soll das, dass mein One-Hit ist? Ich meine, ja, bei der Säge, aber komm schon. Dann mach doch nicht so einen Stopper rein, den kann man nicht ausweichen. Ist auch übrigens random, wie oft er angreift anscheinend. Ich weiß nicht ganz, wie du das geschafft hast, aber ist okay. Och Gott. Soulkick ist auch Schwachsinn. Das ist absoluter Schwachsinn. Oh Gott. Was machst du denn? Wirf doch zu mir! Oh Gott. Ich hab's unter Kontrolle, keine Sorge. Wie, du hast es unter Kontrolle? So wie das aussieht, hast du gar nichts unter Kontrolle. Was ist das? Hey, wurde ich getroffen? Beim letzten Nein. Versuch? Nein, aus siehste? Glück. Hat dich unter Kontrolle. Aus Glück nicht getroffen worden. Wir haben es geschafft! Und deine Moves, oh mein Gott, wie du tun können, allem ausgewichen bist. Einfach unglaublich. Der Roboter ist weg und dann auf ist sicher. Ohne dich hätten wir das nicht hingekriegt und ohne deine coolen Moves. Wer ist der Typ da links? Einer aus dem ersten Dorf. Vielen Dank! Ja. Was macht der da? Hallo. Wer bist du? Wie hast du uns gefunden? Hast du die Tür offen gelassen? Ich schließe die Tür immer hinter mir. Die Tür steht offen. Mein Fehler. Tut mir leid, ich kann später wieder kommen, wenn ihr wollt. Darum geht es nicht. Das sollte eine geheime Basis sein. Eine geheime. Wir wollen nicht, dass die Roboter uns finden. Tja, deswegen bin ich hier. Ich wohne im Dorf direkt neben dem Wald. Sunshine Inc. schickt Roboter dorthin, die unseren Mais ernten. Dafür geben sie uns Geld, aber ich weiß nicht. Wir sind schon super reich. Wir können wenig damit anfangen. Außerdem esse ich unheimlich gerne Mais.
Ah, das kommt mir bekannt vor. In unserem Dorf geschieht das Gleiche. Geschah das Gleiche. Unser neuer Freund hat uns geholfen, den Roboter aufzuhalten. Yeah. Ich weiß, ich bin euch gefolgt und hab gesehen, was ihr gemacht habt. Wenn der Roboter in meinem Dorf weiter unsere Ernte nimmt, haben wir bald kein Mais mehr. Und das bedeutet, nichts zu essen mehr! Und dann nimmt dein Dorf da nichts dagegen? Nein, alle warten nur darauf, dass der Roboter kommt und sie Münzen kriegen. Obwohl sie, obwohl die inzwischen im Grunde nutzlos sind. Hm. Deswegen bin ich hier und bitte euch um Hilfe. Helft uns, den Roboter loszuwerden. Hm, ich denke, wir könnten es versuchen. Ja, wir sind ein tolles Team. Der andere Typ. Yeah! Treten wir gemeinsam in den eisernen Hintern. Danke! Bereit. Sogar wir sind gewirkt. Roboter böse, hochgehen rechts. Also gut, zuerst musst du in das Dorf, im Tal zurückkehren, wir treffen dich dort. Wie ich gehört habe, ist da unten jetzt Regenzeit und der riesige Roboter arbeitet vielleicht nicht mehr. Das wäre der perfekte Zeitpunkt, um ihn wütend zu machen. Tritt ihn einfach, damit er auf dich aufmerksam wird und führe ihn zu uns. Wir warten am anderen Ende des Tals und schalten ihn aus. Warum nicht da, wo er ist? Aber Vorsicht, wenn er zu nahe kommt, könnt ihr versuchen, dich zu schlucken. Schlucken. Oh, jetzt versteh ich's. Ja, der saugt dir alles ein. Nicht mit dir quatschen. Ich war noch nie im Tal. Das ist der Trottel von denen, oder? Eigentlich habe ich den Wald noch nie verlassen. Ich hoffe, die Einheimischen sind freundlich. Jo, sind die Einheimischen freundlich? Danke, dass du meinen Dorf hilfst. Das ist wirklich nett von dir, wenn man bedenkt, dass wir dich in einem Käfig gesperrt haben. Tut mir leid, dass wir dich für ein Monster hielten. Ja, ist schon okay. Vergessen und vergessen lassen, sage ich immer. Ich liebe es. Oh. Was wird das? Was baust du da? Wie ich gehört habe, zieht über dem Tal ein Sturm auf. Vielleicht können wir das Wetter zu unserem Vorteil nutzen. Das ist ein Blitzableiter. Ich finde schön, wie jetzt hier unten ist. Entschuldigung. Okay. Okay, dann das gehen wir wohl ins Tal. Ins Tal? Hi. Hey, ich habe aus einigen Metallteilen, die ich gefunden habe, etwas für dich hergestellt. Hier, nimm das. Ne, Gießhut! Nenn Gießhut. Vielleicht kannst du da jetzt. Vielleicht kannst du jetzt da und dort ein paar Blumen wachsen lassen. Yeah, da ist er. Da ist er! Sag mir zuerst, Domi, die Möglichkeiten sind endlos. Also nicht wirklich, aber. Ich erinnere mich instant an 3 Blumen. Ich glaube gerade an 2. Eine ist direkt. Ich würde sagen, wir machen die rechts. Das ist direkt hier drin. Ja, an die würde ich mich. An die. Fangen wir mit der an. Endlich der Gießhut. Ja, ich meine. Endlich der Gießhut. Ich liebe ihn. Großartig. Das sehe ich. Ich habe gesagt, das sehe ich. Oh, du brauchst die Nuss. Eichel. Nuss. Katze, geht auch mal nach. Hör auf, wieder rechts zu kicken. Nein. Wie soll ich die jemals da hoch? Nice shot. Ich meine. Ja, gut. Ja, gut. Bleib liegen. Oh. Oh, warte. Oh, tja!
So Pros wie ich brauchen das halt nicht, ne? Natürlich nicht. Oh, ich liebe. Oh Gott, was ist hier? Wo bin ich hier? Aus in der Hölle. Ja, ich sehe ich. Ich glaube, die gucken wir uns erst im Export an. Gucken wir uns. Ist ein bisschen eierst? Ja. Ich meine, mit dem Hut auf dem Kopf. Oh, oh, lol. Was habe ich gerade gehört? Oh, die Blume geht zurück. Oh, da unten ist jetzt ein Käfer. Was? Da? Ja, da ist ein Käfer. Yeah. Check, 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 check. Oh. Smexy. Cool, denke ich. Jo, dann. Ich meine, wir gehen im nächsten Part unten in die Stings rein. Ja, was weiß ich, wir machen den Export direkt. Das hier, wenn wir schon mal hier sind. Kann ich da eigentlich rein? Hier hinlaufen? So kann ich nicht rein da rechts. Hä? Das ist eine Schummelbude. Also ich habe in meinem Leben schon einige Schummelbuden gesehen und erkenne eine, wenn ich eine sehe. Und das ja, ist einer. Nicht. Yeah. Gut, Leute. Wenn es euch gefallen hat mit diesem Roboter auf den Backen getreten haben, dann gebt uns ein Like und ein Abo. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder, wenn wir in diese Hölle gehen. Wahrscheinlich mit neuen Herausforderungen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.